Als eigentlich pensionierter Privatdetektiv löst man in Shadows of Doubt Fälle in einer großen Stadt. Das Besondere, das Spiel generiert diese Missionen rein zufällig und fungiert nach einem 2- bis 4-stündigen Introfall, der bei jedem Spiel ähnlich, aber nicht gleich abläuft, als Sandbox-Spiel, das dem Spieler sehr viele Freiheiten lässt. Inspiriert von der Hitserie Stranger Things wartet das klassische Pixel-Art-Adventure Unusual Findings nicht nur mit klassischer Rätselkost, sondern auch wichtigen Entscheidungen auf. Durch sie können sogar ganze Abschnitte und auch Rätselketten anders verlaufen, weshalb der Titel einen hohen Wiederspielwert haben dürfte. Inhaltlich geht es um 3 Jungs, die auf Aliens stoßen. Stories of Blossom will auch Menschen mit Einschränkungen ein klassisches Adventure-Erlebnis bieten. Beispielsweise werden Hotspots vorgelesen und der englische Text ist in einfacher Sprache geschrieben. So wird das kindgerechte Abenteuer für eine Gruppe nutzbar, die bislang solche Spiele nicht nutzen konnte. In Hauma ermittelt die ehemalige Polizistin Judith in einem knallharten Verschwörungsfall in München, unter anderem auf dem Oktoberfest. Besondere Mechanik des Titels ist die Tatsache, dass nicht nur Gegenstände, sondern auch Gedanken im Inventar landen und dort für Deduktionen kombiniert werden können. Ein ganz klassisches Adventure mit klassischen Rätseln und ohne Entscheidungen ist das Roboterabenteuer Life of Delta. Darin versuchen die Spielerinnen und Spieler, den Roboterprotagonisten vor der Verschrottung zu retten und müssen dafür in 25 Abschnitten Logikrätsel knacken. Colossal Cave Adventure 3D ist eine Neufassung des allerersten Adventure-Spiels Colossal Cave Adventure. Das Remake für PC und auch VR-Brillen will dem Original möglichst treu bleiben und übernimmt deshalb alle Rätsel und Texte. Und das war der Freitag auf der Gamescom. Weitere Informationen und Titelbesprechungen findet ihr in unserem Podcast und in der schriftlichen Tageszusammenfassung. Vielen Dank, dass ihr bei unserer Berichterstattung dabei wart.